So, das sind wir wieder mit einer neuen Folge Pokémon Go und die legendäre Mittagspause ist da richtig genial. Ab 12 Uhr natürlich an fast allen Arenen sind 5er-Raids erschienen, also Dialga war schon richtig, habe ich es wieder mal versemmelt. Und ein paar Arenen waren dabei, das sind auch andere Raids zu sehen gewesen, die sind natürlich jetzt ausgeschlossen. Wir sind jetzt kurz unterwegs, wollen 2 Stück machen, dann geht es nämlich auch schon wieder los auf die Arbeit. Und da passt es richtig gut mit der Mittagspause und mit der Zeit. Habe auch mal hier eingeblendet, wie das Umfeld jetzt aussieht. 11 Raids sind gerade hier zu sehen. Sind natürlich mehr, aber die restlichen Arenen sind von hier unten aus nicht ersichtbar. Und ja, Grüße natürlich an typisch Andy, der kurz dazugestoßen war, mitgemacht hat, hat jetzt seins bekommen. Er hat gesagt, ihm reicht eins, ist jetzt wieder abgedampft. Und der Rest macht natürlich jetzt gleich noch eine Runde. Wir haben gleich die neue Arena mitgenommen an der Sonnenuhr, damit man die auch mal auf Gold bekommt, denn die habe ich total vernachlässigt während des Battle Showdowns. Und jetzt geht es weiter mit der zweiten Runde am Dino. Werden wir das noch eintüten, ist natürlich auch Wetter geboostet, ist hier eh alles windig und blende ich auch hier ein und dann noch ein kleines Fazit dazu, wie das so war. Also bis gleich. So, da sind wir noch mal kurz zurück. Hier der Freund des Ramses, ein Tablet-Halter. Danke nochmal natürlich an die Linsierer, die mir das damals empfohlen hat und gezeigt hat. Den habe ich mir dann bestellt bei eBay. Und sie hat mir hier diese lustige Rutschmatte drauf gemacht, dass die Handys auch halten und nicht durch die Gegend fliegen. Also so kann man immer schön 1000 Handys ablegen und durch die Gegend zerren. Auf Shiny-Jagd, auf Raid-Touren ist das richtig cool und richtig bequem. Wir sind jetzt fertig. Es sind zwar noch überall Raids, aber ich muss gleich los. Ich wollte auch nur die freien Pässe jetzt wegmachen. Ich hoffe, der Wind ist auch nicht so krass, dass man das richtig gut hört. Und werde jetzt heimgehen, werde noch fix das ein Video teilen, was ich vorhin fertig gemacht habe. Und würde sagen, war trotzdem eine coole Sache, wenn man genau weiß, dass eben die Zeit Raids da sind, kann man sich natürlich auch besser verabreden, kann sich besser absprechen, kann das planen, kann das in den Tagesablauf mit reinnehmen. Richtig cool ist es natürlich auch, wenn ihr frei habt an so einem Tag, euch dann hinstellt und sagt, komm, wir ziehen die Stunde durch und machen einfach eine richtige Raid-Tour, denn die sind ja alle nah beieinander und ihr könnt dann da einfach 10, 12 Raids mitten in der 1 Stunde machen. Auch wenn da jetzt ein Shiny dabei ist, also wenn das Dialga jetzt zurückkommen würde und wäre Shiny und ihr habt dann die Möglichkeit, wirklich gleich 10, 11 Raids am Stück zu machen, habt ihr natürlich eine gute Chance, da eins zu bekommen. So, da würde ich sagen, es ist nämlich ziemlich kalt, immerzu und windig. War es das jetzt erstmal von hier? Habt ihr heute auch die legendäre Mittagspause genutzt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wie fandet ihr das? Und ich bin gespannt. Manche sagen ja, dass das jetzt jede Woche so ist. Andere sagen, wenn das gut ankommt, kommt das öfters. Also da steht noch nichts fest. Bei anderen steht es natürlich schon fest, dass es nächste Woche auch wieder ist. Wie es jetzt wirklich ist, wissen wir nicht. Werden wir sehen. Deswegen abwarten und Bier trinken natürlich. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Achso, nachher ist noch X-Raid. Vielleicht schaffe ich es, den auch noch hier mit reinzuschneiden. Die Ox ist nochmal in der Angriffsform. Und wann da die nächste kommt, werden wir auch sehen. Das sind ja auch wieder Gerüchte im Umlauf, dass da schon die Verteidigungsform oder irgendwas kommt. Aber den X-Raid versuche ich nachher noch mit reinzupacken. Wenn nicht, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, jetzt ist es gleich 18 Uhr. Deswegen erstmal auf dem Weg zum X-Raid, zur X-Raid Arena. Und das Wetter ist wieder mal bombastisch. Es nieselt. Es fängt wahrscheinlich gleich richtig an, der Himmel sieht auch aus wie tot. Und ja, die meisten werden sicherlich mit dem Auto kommen und sich schön ins warme, bequeme Auto setzen. Aber ich wollte ja ein bisschen filmen, hab gedacht, nimmst du die Kamera mit, läufst durch den Regen. It's raining, man, Bruder. Schnell überfahren lassen. Wir sehen uns aber gleich beim X-Raid. Und ja, mal gucken, wer so alles da ist. So, wie versprochen also beim X-Raid. Und es regnet, deswegen stellen wir uns jetzt mal hier hoch. Da ist nämlich sowas wie eine Art Balkon. Und die anderen haben schon die Lobby eröffnet. Wir gehen jetzt mal fix mit dazu.
werfen den X-Ray-Pass ein. Noch 50 Sekunden waren übrig und ja, bestes Wetter natürlich. Ist cool, die Christel ist mal wieder da, die war jetzt schon 100 Jahre nicht mehr da, die hat man schon 10 Jahre nicht gesehen. Haben auch gefragt, ob ich mit einsteigen möchte. Auch der Brian und Ditch sind da, haben auch gefragt, aber ein wahrer Mann, der bleibt natürlich draußen stehen. Da sind sie wieder, die Raucher, ne? Extra raus. Kannst du nicht aus dem Fenster rauchen, Bruder? Nichtraucherauto. Ach, Nichtraucherauto. Ja, ist irgendwie ein anderes als sonst, ne? Was mache ich denn eigentlich? Müsste ich mir ja mal hier ein Team zusammenstellen. Jetzt in den letzten 10 Sekunden. Nein! Okay, zack, reicht. Team zusammengestellt in 5 Sekunden, so muss das sein. Sehr effektiv. 13, 14 Mann in der Lobby. Eigentlich waren es mehr. Mal gucken, nicht, dass welche rausgeflogen sind. Und komischerweise ist das Despot da jetzt zweimal ausgewichen. Dabei bin ich gar nicht ausgewichen, aber das kommt bestimmt, weil der Bildschirm nass ist. Hat der Regentropfen es einfach rübergezogen. So, und da ist es auch schon down. 266 Sekunden Restzeit übrig. Das war ja mal nichts. Ein Schuss in den Ofen. 14,25. Gut, tüten wir es mal ein. Dann muss ich das aber mal. Ja, keine Ahnung. Ich kann dich doch bestimmt mal benutzen, dass du die einfach mal hältst. Ja, das können wir so machen. Wunderbar. Kann ich nämlich so lange mal hier den Kreis einstellen. Na, na, greif an, greif an. Und gleich die App geschlossen, wunderbar. Die kennt ihr wohl alle, ja? Den Meier, ja. Oh, erster Ball drin, so muss es sein. Wunderbar, dankeschön. So, das war's auch schon, gar nicht der Rede wert. Jetzt muss ich trotzdem mal rüber zum André huschen, denn der muss noch ein paar Runden machen. Ich glaube, der muss die Accounts von Kenny mitspielen. Und ich habe auch noch 4 Accounts, die ich machen muss. Habe dazu auch noch 4 Handys dabei, aber das ganz in Ruhe, ohne Film, ohne Stress. Und ja, so muss das gehen. Hattet ihr heute auch X-Ray, dann schreibt's mal in die Kommentare oder auch nicht. Und habt ihr die legendäre Mittagspause mitgemacht? Wie gesagt, immer noch coole Sache. Denn momentan kann man es ja auch so machen, wenn diese legendäre Mittagspause ist, kann man ja gezielt einfach dorthin, wo eine X-Ray-Arena ist, weil dann ja auf jeden Fall ein Fünfer da ist. Außer die ist gerade gesperrt wegen einem X-Ray und kann so gezielt also mal an der X-Ray-Arena auch Raids machen. Und das immer so im Wechsel. Jetzt ist also Schwimmbad bei uns gerade ausgerufen. Die Brücke ist jetzt wieder frei. Sprich, bei der nächsten Mittagspause könnte man auch einfach zur Brücke, könnte da geschlossenen Raid machen. Dann kriegt man sicherlich eine Einladung, weil da wird viel dran gemacht und alle stürzen sich da drauf. Oder man konzentriert sich natürlich auf die Arenen, die man noch nicht auf Gold hat. Kann man auch machen, dass man gezielt nur noch an denen erstmal Raids macht, bis man die auf Gold hat. Und ja, kann man also effektiv nutzen, nach eigenem Belieben, wie man das möchte. Aber das war's erstmal von mir. Habe jetzt den X-Ray doch noch hinten rangeschnitten. Wusste ja noch nicht, ob das klappt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.